7 Uhr morgens in Tschechien. Hier wollen Katrin und ihr Freund Alex ihren Wunsch erfüllen. Ein eigenes Kind. Da haben wir heute Nacht geschlafen, aber Gott sei Dank nicht hier an der Straße, sondern außerhalb von Brünn, mitten in einem Weizenfeld. Für Katrin hängt sehr viel an diesem Versuch. Bald wird sie 40. Die Chancen, dass die künstliche Befruchtung erfolgreich ist, schwinden mit jedem Tag. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös. Ist ja auch nicht das erste Mal. Da hat man schon die Gedanken, klappt dieses Mal? Weil man da schon ganz schön eine Tortur auf sich nimmt. Bin jetzt schon seit fast 2 Wochen jeden Tag am Spritzen. Denn je mehr Eizellen gleichzeitig heranreifen, desto größer die Chance, dass der Eingriff erfolgreich ist. Für Katrin ist es bereits die 4. künstliche Befruchtung. Zum 2. Mal hat sie sich für Tschechien entschieden. Reprofit ist eine der größten Reproduktionskliniken in Osteuropa. Mehr als 2/3 der Patientinnen kommen aus dem Ausland. Hello, my name is Pavla Bartuňková. Welcome to Reprofit International Clinic, where we focus on infertility treatments. Reprofit. Hier gehen Reproduktion und Profit offensichtlich Hand in Hand. Die Website wirbt mit Patientinnen aus aller Welt. Dabei ist nur jede 5. Behandlung auch erfolgreich. Den Eingriff vollzieht heute er, Dr. Tomáš Bagotzi. 5 Jahre hat er in Deutschland als Arzt gearbeitet. Reprofit hat ihn abgeworben, auch wegen seiner Sprachkenntnisse. Ich wollte mit euch nur kurz sprechen, bevor Sie eine Narkose haben. Das Hauptziel der gesamten Behandlung ist die genetische Untersuchung der Embryonen. Ja, so Denn Katrin hat ein ganz spezielles Problem. Wie jeder Mensch hat sie 22 Chromosomenpaare. Allerdings ist ein Dreierchromosom zu lang, ein Chromosom 7 ist zu kurz. Das Erbgut ist vollständig da, hängt allerdings am falschen Chromosom. Für Katrin bleibt das ohne Auswirkung. Für den entstehenden Embryo kann es jedoch fatal enden. Er bekommt die Hälfte des Chromosomensatzes von der Mutter. Wenn dabei nur ein fehlerhaftes Chromosom vererbt wird, wäre das Kind nicht lebensfähig. Gleich werden Katrin die Eizellen entnommen und außerhalb des Körpers, in vitro, befruchtet und eingefroren. Bevor der Embryo dann in die Gebärmutter eingesetzt wird, wird er untersucht. Das ist die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. So kann man feststellen, ob er einen Gendefekt hat oder gesund ist. Letzte Vorbereitungen für die OP. Hier in der tschechischen Klinik geht alles schnell und unbürokratisch. In Tschechien ist die Präimplantationsdiagnostik legal. In Deutschland ist sie weiterhin verboten. So steht es seit nun 10 Jahren im Embryonenschutzgesetz. Zu groß war damals die Angst vor dem Designerbaby. Ausnahmen sind nur möglich, wenn eine eigens eingesetzte Ethikkommission zustimmt. Professor Ursula Zollner leitet sie. 60 Fälle stehen auf der Tagesordnung. Hallo. Das Absurde? Die Kosten für die Entscheidung des Ethikrats müssen die Frauen selbst tragen. Bis zu 5.000 Euro. Die Fallbesprechung ist vertraulich. Heute lehnt die Kommission einen Antrag ab. Die Anträge, die uns erreichen, werden zwar immer mehr, aber sind eigentlich alle sinnbehaftet. Also es wird hier nicht nach dem Designerbaby gesucht, sodass auch vielleicht unsere anfängliche Angst, zu viel zu erlauben, jetzt nicht begründet ist. Da waren wir am Anfang wahrscheinlich zu restriktiv, so im Nachhinein betrachtet. Während Frauen in Deutschland, die eine PID wollen, nach wie vor Steine in den Weg gelegt werden, hat sich Reproduktionsmedizin hier in Tschechien zu einem florierenden Geschäftsmodell entwickelt. Hallo. Hallo. So, Frau Abelle, wie geht es Ihnen? Geht gut. Haben Sie keine Schmerzen mehr? Nein. Hat Schmerzmittel geholfen? Ja. In der Reproduktionsklinik in Brünn ist Katrin gerade aus der Narkose erwacht. Nein. Alles ich habe für Sie gute Nachrichten. Letztes Mal haben wir 22 Eizellen gewonnen, jetzt haben wir sogar 27. Wow. Ja. Besser das Ergebnis als beim letzten Mal. Ein paar Stunden später dürfen Katrin und ihr Mann bereits heim. Mit welchem Gefühl fahrt ihr jetzt nach Hause? Mit einem guten. Mit einem sehr guten Gefühl. Ja, und ich bin richtig fit.
Das Paar hat nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch jede Menge Geld in künstliche Befruchtung und PID investiert. Rund 20.000 Euro aus eigener Tasche. Die neue Bundesregierung plant, dass der Bund mehr Kosten übernehmen soll. Von einer Legalisierung ist weiterhin keine Rede. Ein paar Wochen später treffen wir Katrin bei sich zu Hause. Jeden Tag hat sie auf der Internetseite verfolgt, was aus ihren Eizellen geworden ist. Vier haben sich zum Embryo weiterentwickelt und konnten schließlich eingefroren werden. Du hoffst einfach nur und hoffst, dass eins dieser vier gesund ist. 11 hast du ja jetzt in den letzten 5 Tagen schon verloren. Von den Embryonen, von dem Leben, das zwischen meinem Mann und mir entstanden ist, 15 Mal sind jetzt 11 schon mal nicht mehr da. Das ist schon ein komisches Gefühl. Der entscheidende Moment kommt noch, das Ergebnis des Gentests. Nur wenn die Embryonen gesund sind, können sie Katrin auch eingesetzt werden. Und da sind die Ergebnisse. Also da siehst du halt, dass es alles XX waren, also waren 4 Mädchen, alle Ergebnis abnormal. Das heißt? Embryonotransfer. Wären die lebensfähig gewesen? Nein. Versuch 4 ist gescheitert. Katrins bisherige Odyssee war nicht erfolgreich. Sie weiß nicht, ob sie überhaupt noch mal versuchen will, ein eigenes Baby zu bekommen. Falls doch, will sie wieder ins Ausland fahren.